Hallo meine lieben Juris, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Golden Sun 1. Beim letzten Mal haben wir an Colosso teilgenommen und leider verloren. Ich hätte da, glaube ich, eine Menge anders machen sollen und, naja, ich hoffe mal, wir können das noch irgendwie mal wieder nachholen. Anscheinend sind wir hier gerade aufgewacht, in unserem, in unserem Bett von Barbie und, naja, mal gucken, was los ist. Du bist wieder wach. Colosso? Das ist schon lange vorbei. Du hast es so tief und fest geschlafen. Erinnerst du dich nicht? Nee. Will ich mich, glaube ich, auch nicht. Natürlich nicht. Er war bewusstlos. Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Alter, beruhig dich doch mal. Es tut mir leid, dass ich dich so angekeift habe. Dankeschön. Ja, hallo. Im Gegensatz zu dir habe ich was geleistet. Du hast bis zum Schluss durchgehalten, Isaac. Barbie hat überall deinen Triumph verkünden lassen. Geht es dir jetzt besser? Sind Körper und Geist wieder bei uns? Ja. Nach diesem langen Schlaf sollte es ihm auch gut gehen. Na, was ist denn los mit dir, Garrett? Es tut mir leid, dass ich dich schon wieder angeschrien habe. Hör doch einfach auf damit. Barbie sagt, er wolle dich sehen, sobald du wieder zu dir gekommen bist. Wenn du dich besser fühlst, lass uns zu Barbie gehen. Du bist doch in Ordnung, oder, Isaac? Ich mache mir darüber Sorgen, was Barbie von dir will. Lass uns gehen. Mit uns den Buckel verhauen und, Ups. Bist du sicher, dass du so schnell wieder aufstehen willst? Es geht ihm gut. Er will nicht den ganzen Tag im Bett vergeuden. Aber eigentlich ist es total angenehm, die ganze Zeit im Bett zu liegen und... Aber nein. Na gut, lass uns zu Barbie gehen. Ja, wir werden aber noch nicht zu Barbie wollen. Denn ich möchte noch ein paar Sachen einsammeln. Ich habe nämlich offscreen noch mal ein bisschen mich umgeguckt, um zu wissen, was als nächstes ansteht. Und wir wollen uns noch mal in Tolby ein bisschen umgucken. Und zwar hier drinnen. Meine ich das? Nein. Oder war das schon am Brunnen? War das am Brunnen? Ich glaube, es war am Brunnen. Du da. Hast du eine Glücksmedaille dabei? Nö. Wenn ich meine Glück versuchen würde, würde ich es nur mit einer Glücksmedaille tun. Ja. Der Brunnen von Tolby verfügt über Kräfte und so. Stell dich mit in den Rücken zu ihm und wirf eine Münze. Okay, hier war das nicht. Aber im Inn war nämlich noch was. Und zwar... Gab es hier unten noch jemanden? Und zwar du, glaube ich. Hallo? Ich konnte Colosso sehen, daher ist es mir egal, dass ich hier festsitze. Die Krieger, die bei Colosso gekämpft hatten, waren unglaublich stark gebaut. Ja, danke schön. Hey, du bist doch dieser mächtige Krieger. Erinnerst du dich an mich? Nee. Ich bin's. Wir waren auf demselben Schiff aus Calais. Du hast wohl vergessen. Das hast du wohl vergessen. Ah. Ja, wir haben ziemlich einen auf den Deckel bekommen. Hey, Sean und Uranus, genau. Ich ging an den Hafen, aber man sagte mir, dass kein Schiff ablegen wird. Daher bin ich wieder zurückgekommen. Mit eurer Hilfe sind wir bis nach Tolby gekommen. Vielleicht kommen wir so auch wieder zurück. Colosso ist vorbei, aber wir können das Meer noch immer nicht überqueren. Vielleicht rudern sie uns nach Hause, wenn wir zustimmen, dass wir nochmals aushelfen. Also ich würde das da gerne nochmal machen. Er wird nicht ablegen, obwohl wir zugestimmt haben, alles zu tun. Okay, anscheinend ist das Schiff im Eimer. Korrekt, die Schiffe können aus irgendeinem Grund nicht ablegen. Wer würde ein solches Angebot schon ausschlagen? Sag dem Kapitän nochmals, dass er morgen die Segel setzen muss. Oje. Aber du warst das, die hier was versteckt hat. Hey, was ist das? Oh. Ich habe gar nichts gefunden. Ich habe nur ein wenig von meiner Arbeit erledigt. Es ist unhöflich, Leute zu erschrecken. Okay. Dankeschön für die Glücksmedaille. Oh, hallo. Ja, mir geht es gut. Es ist gar nichts. So, das könnte ich auch mal wieder machen. So, du darüber.
Du kannst Glutan wieder aktivieren und Böhr. Ich kann auch nicht tauschen. Muss ich dann gleich nochmal machen. Ivan, gib mir bitte mal den Geistleser auf L. So. Das Ding, das ich gefunden habe, ist definitiv dasselbe, das mir der Mann gezeigt hat. Er würde es doch sicher nicht von mir zurückverlangen, oder? Was denn? Ich habe so viel zu tun. Den ganzen Tag, jeden Tag, mir schwirrt schon der Kopf. Ich dachte, nach Kolosse könnten wir ein wenig aufatmen. Nö. Ja, eine Glücksmedaille haben wir noch bekommen. Irgendwo war noch eine, aber ich weiß, glaube ich, nicht mehr wo. Egal, wir versuchen unser Glück mit unserer einen Glücksmedaille. Ich hoffe mal, es funktioniert jetzt. Denn es fehlen mir nämlich noch ein paar Sachen, die ich gerne hätte. Komm schon, gib mir was Vernünftiges. Na, ich glaube, das ist das. Mentalrüstung. Ja, ich glaube, das ist sogar das, was ich haben wollte. Warte mal. So, Mentalrüstung. Schutz vor allen Elementen. Die Schnelligkeit runter. Du kriegst mal die Mentalrüstung. Was hast du dafür abgelegt? Die Wasserjacke. Gib du die mal Ivan, bitte. Was hat Ivan jetzt dafür verloren? Nun, Wams, okay. Das heißt, der Schrott kann ja auch wieder weg. Hallo? Verkaufen. Du hast den jetzt verloren? So. Die Spieletickets können wir auch hier ausgeben, aber... ich finde, es lohnt sich nicht. Man kriegt dafür ein paar zwei tolle Sachen, aber ich will sie nicht. Ich kann euch mal ganz kurz zeigen, wie das hier läuft. Und zwar müssen wir hier übers Innen. Ja, hier rein. Hallo? Gibt es hier noch irgendwas? Nein. Wollen wir mit dir reden? Das 19 Tickets? Ja. Und hier können wir dann die Tickets verbraten. Wir können... ah, okay, hier können wir auch noch... ich sag's mal, wir nehmen diese Stränge, ne? Und dann drehen wir einfach mal. So. Jetzt können wir auswählen, welche Slots wir anhalten sollen. Ich hätte gerne so und ihr drei dreht euch nochmal. Dann hätte ich euch mal gerne wieder so. Ich bin nie gut in sowas. So. Wir haben oben 5 Versuche. So, und jetzt können wir halt nochmal versuchen, dass wir die ganze mittlere Reihe voll mit Sternen kriegen. Schade. Das war ein Pech. Nein, ich möchte es nicht mehr versuchen. Ich werde das irgendwann mal offscreen alles verbraten und dann kriegen wir für Heiltränke und sowas, aber nichts, was das mich wirklich interessiert. War hier nicht noch was? Nein, hier war das, glaube ich, nicht. Irgendwo habe ich nochmal einen Glücksmedaillon herbekommen. War das hier? Beim Heiler? Na, kann nicht sein. Irgendwo habe ich nochmal einen Glücksmedaillon herbekommen. Aber ich weiß nicht wo. Wir sind schon 8 Minuten verbraten. Oder war das hier? Ich glaube, hier oben war das sogar. Genau, hier war nochmal ein Glücksmedaillon. Medaillon. Eine Medaille. Eine Glücksmedaille. So, die schnippen wir auch mal hier ganz schnell rein. So, einmal reinwerfen und Flieg und Sieg. So, das sollte auch wieder in der Mitte landen. Oder da. Ist auch okay. Kriegen wir dafür wieder was Tolles? Was ist das denn? Handschuhe? Rechter Armreif. Okay. Steckverteidigung im Kampf. Okay, das können wir nicht. Ivan, du bist mir noch relativ schwach auf der Brust, ne? Das weißt du schon, oder? Magna Armreif. Okay, du hast eins. Naja, das heißt, das Magna Armreif kann jetzt auch eben weg. Und dann wollen wir doch uns noch mal ein bisschen umschauen. Verkaufen. Und zwar deinen Magna Armreif. So, einmal sortieren.
Dankeschön. Und bevor wir nach Barbie gehen, wollen wir noch mal ein bisschen uns hier umschauen. Kommen wir erstmal hier rüber. Docks von Tolby. Was ist denn hier los? Ich habe die Kosten für das Ticket zurückerstattet. Belassen wir es dabei. Warum sollte ich? Alles, was ich bekommen habe, gehört ohnehin mir. Ist nicht der rechte Rest der Reiseveranstalter dafür verantwortlich, uns nach Calais zurückzubringen? Weil die Straße blockiert ist und keine Schiffe verkehren, kommen wir nicht nach Hause. Ja. Kick! Ihr habt uns hierher gebracht. Übernehmt gefälligst dafür die Verantwortung. Verantwortung! Und er guckt einfach nur zu. Muss man denn gleich gewalttätig werden? Was hast du? Genau für solche Fälle wurde ich eingestellt. Der Bodyguard. Du meinst, du hast einen Bodyguard eingestellt? Ja, wegen solchen schlecht erzogenen Kunden wie Ihnen. Wir haben diesen netten Herrn gebeten, für die allgemeine Sicherheit zu sorgen. Genau. Mit Elektroschocker und Schlagstock. Wovon sprechen Sie? Wenn ich Sie wäre, würde ich keinen Schritt näher kommen. Ne? Aus dem Weg. Es tut mir leid, aber ich wurde da eingestellt, damit ich Ihnen im Weg stehe. Bitte nehmen Sie doch Vernunft an. Das ist doch lächerlich. Ja, ist das. Ich weiß, und das, nachdem ich ihn so höflich gebeten habe. Mit so etwas verschwendet ihr eure Zeit? Findet besser eine Möglichkeit, uns nach Hause zu bringen. Hey, du da. Ein bisschen durch mit dir. Zur Hölle mit euch. Ich bleibe hier, bis das Schiff ablegt. Ja, auf dem Boden am besten, ne? Wenn noch irgendwas sein sollte, zählen wir auf eure Hilfe, Meister. Okay. Solange du hier bist, sind wir davor sicher, ständig angebrüllt zu werden. Was ist denn hier los? Seit Kolosso vorbei ist, sind hier viele, die nach Calais zurück wollen. Aber ohne Befehl des Captains wird kein Schiff den Hafen verlassen. Wenn sowohl der Kapitän als auch Kaya sagen, das Schiff wird nicht ablegen, dann wird es wohl auch nicht ablegen. Aber warum? Es ist langweilig, hier rumzuhängen und auf das Meer zu starren. Ja, das ist immer sehr langweilig. Ich frage mich, wann wir jemals wieder nach Calais kommen werden. Reiseveranstalter sorgen normalerweise von Anfang bis Ende einer Reise für das Wohl der Gäste. Aber es ist nicht unsere Schuld, dass kein Schiff ablegt. Daher können wir leider keine Rückerstattung leisten. Wenn wir hier festsitzen, könnte ich auch ein wenig Geld als Bodyguard verdienen. Okay, zurückkommen wir wohl nicht. Naja. Schauen wir doch mal jetzt mal langsam mal nach Barbie. Da ist das Kolosseum. Ich will da nicht wieder hin. Da tritt man uns in den Arsch. In den Ursch. Hallo. Mal gucken, was Barbie jetzt zu sagen hat. Ich glaube, der war oben. Ja. Hallo. Sesam, öffne dich. Dankeschön. Ich habe auf dich und deine Freunde gewartet, Isaac. Ich habe hier gewartet, weil ich mit dir reden muss. Es lässt sich nicht gut sprechen, wenn du so weit wegstehst. Komm hierher. Nein, lasst mich in Ruhe. Die Kämpfe bei Kolosso waren spektakulär. Es war bewunderbar zu sehen, wie Barbies Auserwählter so weit es geschafft hat. Ja, tut mir leid, ich nicht gewinnen konnte. Übrigens, Isaac, geht es dir jetzt besser? Ja. Die selbstheilenden Kräfte der Jugend. Und das nach einem so schweren Kampf. Wer hätte von den Kriegern, die mich gerettet haben, schon weniger erwartet? Genug der Schmeicheleien. Kommen wir zum Punkt. Warum wurden wir hergerufen? Welche Unverschämtheit. Was erlaubst du dir, so mit Barbie zu sprechen? Lass nur Jodem. Richte nicht zu voreilig. Wie sagtest du, wirst du genannt? Er spricht mit dir, Garrett. Genau. Garrett, wir werden alles erklären.
Wir haben beabsichtigt, dir und deinen Freunden für die Rettung Barbies zu danken. Aber es scheint, als wäre Dankbarkeit nicht genug. Ich habe Judim über alles unterrichtet. Was meint ihr mit alles? Ihr wünscht doch mehr über Lemuria zu erfahren, oder? Ja, schon so ein bisschen, ne? Ja, in der Tat. Euer Verlangen strahlt so hell wie der junge Tag. Ich habe zum ersten Mal Psy-Energie gesehen. Es ist eine unfassbare Kraft. Ich habe meinen Tarnball benutzt, um ihm Psy-Energie zu demonstrieren. Niemand sonst konnte es sehen, aber ich wusste, dass während des Turniers etwas Eigenartiges von Isaac ausging. Vielleicht Ragnarök? Oder die Jins? Ups. Es war ungewöhnlich, dass eine solche Kraft im Kampf eingesetzt würde. Oder tun. Das muss dir nicht peinlich sein, Isaac. Auch Psy-Energie ist die Kraft eines Kriegers. Ja, das ist total legitim. Ich war schockiert, als ich zum ersten Mal von euren Kräften erfuhr. Ich dachte, ihr wärt Lemurianer. Ihr habt nun Lemuria schon mehrmals erwähnt, Barbie. Was genau ist das? Es ist die Stadt einer uralten Zivilisation weit draußen auf der See. Vor vielen Jahren, etwa zur Zeit der großen Flut, reiste Barbie nach Lemuria. Ich verstehe. So beeindruckt man jede Frau, egal was sie dir ans Ohr kaut. Ich verstehe und sie liegt dir zu Füßen. Na okay, entweder das oder sie merkt es und haut dir eine rein. Meistens eher das Zweite, vertraut mir. Die große Flut ereignete sich, als ich mit Lunpa unterwegs war. Lunpa? Ihr meint Lunpa den Dieb? Ich weiß, es ist schwer zu glauben, denn das alles geschah vor Hunderten von Jahren. Wollt ihr sagen, die Gerüchte über euch sind wahr? Crayden erwähnte einst den Stein der Weisen. Glaubst du, es hat damit zu tun? Ja. Der alte Mann ist schon uralt, genau wie Crayden. Der Stein, der Unsterblichkeit verleiht. Kommst du also aus Lemuria? Oh, ihr wisst also auch vom Stein der Weisen. Ich befürchte aber, dass ich ihn nicht habe. Nee. Es ist der lemurianische Trank, der mich so lange leben ließ. Der lemurianische Trank? Es ist ein magischer Trank, das haben Tränke aus Lemuria immer so an sich, den einst die Bewohner von Lemuria zu sich nahmen. Und allein sein Genuss stoppt den Alterungsprozess? Kann er das bewirken? Präziser gesagt, verlangsamt er den Alterungsprozess. In Lemuria ist der Tod sehr wohl bekannt. Doch besucht er nur jene, deren Sinne nach Jahrhunderten der Nutzung versagen. Benutzt das Volk von Lemuria Psy-Energie, so wie wir es tun? Ihr habt diesen Trank, Barbie. Daher konntet ihr so lange leben. Huch. Und reich genug werden, um Tolby zu regieren. Worauf willst du hinaus? Es ist mein Geld! Verpiss dich! Worin liegt die Absicht, jeden die Alchemie studieren zu lassen? So langsam frage ich mich das auch. Was hofft ihr zu erreichen, Barbie? Oh, hätte ich wahre Unsterblichkeit erlangt, gäbe es keinen Grund für diese Forschungen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe. Ich auch nicht. Ich hatte diesen kostbaren Trank, doch langsam geht er mir aus. Ihr habt alles gesehen. Es war nur noch wenig davon in der Höhle. Wie lange reicht er noch und was geschieht, wenn er aufgebraucht ist? Er kann jeden Tag zu Ende gehen. Dann hat auch mein Leben ein Ende. Boah, endlich, bitte, stirb! Gib mir dein Geld, alles. Warum habt ihr uns das nicht früher gesagt? Wir müssen so schnell wie möglich nach Lemuria. Es ist sinnlos. Halt, stopp! Was? Was in aller Welt meint ihr mit sinnlos? Wir können Lemuria nicht finden. Aber ihr sagtet doch eben, es läge weit draußen auf der See. Wenn wir das Meer absuchen, werden wir es sicher finden. Ich habe schon so viele Schiffe auf die Suche nach Lemuria geschickt. Das muss gewesen sein, lange bevor ich bei euch war. Dennoch habt ihr es versagt? Ich brauchte mehr von dem lemurianischen Trank, aber ich konnte Lemuria nicht finden.
Warum habt ihr den Zusammenbruch in der Höhle? Warum hattet ihr den Zusammenbruch in der Höhle, wenn ihr doch noch genug von dem Trank hattet? Ich habe ihn rationiert, aber dieses Mal habe ich zu viel Zeit zwischen den Einnahmen verstreichen lassen. Ihr habt versucht, ihn länger zu bewahren? Ich habe mich so bemüht, Lemuria zu finden, bevor der Trank ausgeht. Und der Grund, warum ihr uns sprechen wolltet, hat mit Lemuria zu tun? Genau, ich will, dass ihr Lemuria findet. Ich dass das aber gerade ziemlich komisch betont. Ah. Ich kann Lemuria nicht vom Wasser auswinden, vielleicht aber von der Luft aus. Ich kann es nicht länger verbergen. Ich lasse den Leuchtturm errichten, um nach Lemuria Ausschau zu halten. Wie? Aus diesem Grund lasst ihr den Leuchtturm bauen? Nein, das ist noch nicht alles. Er sieht verdammt krass aus. In meinem nächsten Musikvideo mit Crayden. Wir haben im Ozean südöstlich des Leuchtturms etwas erspäht. Genau an der Stelle, an der wir Lemuria vermuten. Ohne Zweifel etwas Gefährliches. Was ist es? Etwa ein Monster? Mit denen können wir schon fertig werden. Das mag schon sein. Wie auch immer, da ist etwas, das mir größere Sorgen bereitet. Was ist das, mein Lord? Kein Seemann war in der Lage, auf dem Meer seinen Kurs zu halten. Ihr Scherz, ihr meint, sie können nicht mal geradeaus fahren? Ist da etwas, das die Entfernung oder Richtung verzerrt oder so? Die Strömung dort kann den Kurs eines Schiffes stark beeinflussen. Oh ja, Strömungen können manchmal sehr große Arschlöcher sein. Das wollte ich damit sagen. Also wird der Leuchtturm ein Orientierungspunkt für die Schiffe sein. Wie gelang es euch nach der Flut Lemuria wieder zu verlassen, Barbie? Das ist es ja, Garrett. Ich habe das Meer auf einem lemurianischen Schiff überquert. Ich hege die Hoffnung, dass ihr steuern könnt. Aber warum wir, wenn euch doch so viele starke Soldaten zur Verfügung stehen? Keiner von ihnen verfügt über die Macht der Psy-Energie. Man muss also über Psy-Energie verfügen, um das Schiff steuern zu können. Das würde ja bedeuten, dass Barbie ein Adept ist, nicht wahr? Nö, er kann es nicht steuern. Aber Isaac, keine normale Person könnte den Tarnball benutzen. Während meines Aufenthalts in Lemuria habe ich ein wenig Psy-Energie gemeistert. Ja, ein bisschen, aber er ist noch kein Adept, Alter. Das wisst ihr ja genau, solche Kerras sind Tricks wie unsere. Okay. Mit dem bisschen, was ich gelernt habe, konnte ich das Schiff steuern. In diesem Fall könnte ich das Schiff vielleicht segeln. Nein, es muss ein Adept sein. Was sollen wir tun, Isaac? Wirst du tun, was er verlangt? Wenn ihr meine Bitte nachkommt, werde ich euch jeden Wunsch erfüllen. Ja, wirst du wohl auch müssen, ne? Wenn wir dir ewiges Leben versprechen. Man sollte keine Versprechen geben, die man vielleicht nicht halten kann. Ich habe in letzter Zeit nicht mal meine eigenen Wünsche bedacht. In diesem Fall könnte ich euch mit einem Füllhorn an Dingen versorgen, die ihr sicher sehr nützlich findet werdet. Barbys Angebot ist sehr großzügig. Ihr werdet es doch in Betracht ziehen, zu gehen, oder? Klar. Isaac, wir müssen vor Felix und den anderen am Leuchtturm sein. Der Leuchtturm? Meint ihr den Venus-Leuchtturm? Nein, Barbys Leuchtturm. Natürlich den Venus-Leuchtturm. Es scheint, als könnten wir unsere Ziele auf den gleichen Pfad erreichen. Auch ich muss zum Venus-Leuchtturm. Aber wir können nicht zur Spitze des Venus-Leuchtturms gelangen, oder? Diese Adepten können vielleicht das Rätsel lösen, das uns den Weg versperrt. Ah, ich verstehe. Dieser Gedanke kam mir noch nicht in den Sinn. Sollte auch Idiot Jodem. Isaac, geht mit Jodem zum Venus-Leuchtturm. Keine Sorge. Ihr könnt euch zuerst um eure eigenen Angelegenheiten kümmern. Ich verstehe. Wenn sie das Rätsel des Leuchtturms lösen können, erfüllen sich dadurch auch unsere Wünsche. Dann können wir also nach Lemuria suchen, nachdem sie ihren eigenen Auftrag erfüllt haben. Ist das annehmbar? Klar. Ah, ihr werdet meine Bitte also erfüllen. Ich bin euch sehr dankbar. Auf jeden Fall werdet ihr meinen Beistand brauchen, um den Leuchtturm zu erreichen. Ihr werdet alle Vorbereitungen treffen, damit ich jederzeit für die Abreise bereit bin. Ich gehe nun, um alle Vorbereitungen zu treffen. Dann könnt ihr euch alle an der Passage von Gondovan treffen. Eine brillante Idee. Noch etwas, ich möchte, dass du dir eine passende Belohnung überlegst.
Ja, ich werde mich auch darum sofort kümmern. Ich werde auf euch an der Passage warten. Da müssen wir übrigens auch noch hin. Dann müssen wir zurück nach, nicht nach Vault? Doch, nach einer Vault müssen wir auch zurück, auch nach Welt. Eure erste Aufgabe sind die Rätsel des Venusleuchtturms. Ich zähle auf euch. Tschüss, Opa. Hä? Da geht's auch noch lang? Also will ich wissen, was hier ist. Hallo? Lassen Sie mich mit. Hallo? Hallo, Opa. Gib mir den. Du fandest den Tarnball. Isaac, ist der Tarnball, den. Ist es der Tarnball, den du wünschst? Ja. Der Tarnball ist für mich äußerst kostbar. Ich kann ihn nicht einfach hergeben. Aber ich kann ihn dir leihen. Nimm ihn mit auf deine Reise. Gib mir den Tarnball. Dankeschön. Setzt ihr den Tarnball in den Schatten ein, können euch Monster nicht sehen. Sie können, so könnt ihr durch die Höhle von Altmüller durchqueren. Okay. Barbys Geschichte ist sehr Gesicht ist sehr bleich, wie das eines toten Mannes. Aber es hat keinen Sinn, deshalb besorgt zu sein. Es gibt nichts, was wir momentan für ihn tun können. Außer seine Gedanken lesen. Warum sollte ein Adept wie du den Tarnball brauchen, Isaac? Weil ich es einfach kann. So, gib mir mal den Tarnball. Aktiviert Tarnkappe. So. Und damit kann Garrett jetzt auch noch Tarnkappe benutzen. Hüll dich in Schatten. Hey, oh, schade. Funktioniert leider nur, wenn es dunkel ist. Trotzdem hätte ich gerne noch eine andere Belohnung. Den leihen wir uns ja nur. So, ich würde trotzdem gerne zurück nach Tolby. Wenn ich nach Tolby, nach Calais. Bevor wir das machen, müssen wir als erstes noch woanders hin und... Oh, wir sind schon bei 27 Minuten. Oh Gott, wir sind bei 27 Minuten. Oh je. Das war's für diesen Part. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute.